Der federleichte Stahlsaitenflüsterer aus hochwertigem Carbon macht das Stimmen 19-fach leichter. Jeder, der ein Streichinstrument spielt, kennt die Leiden des Einstimmens. Den richtigen Ton hören und den richtigen Dreh mit dem Stimmwirbel raushaben, das sind zwei Paar Schuhe. Das Ehepaar Laufer aus Reutlingen schafft jetzt Abhilfe. Der Ingenieur und seine Frau haben einen neuartigen Wirbel für Streichinstrumente erfunden, mit dem sich die Tonhöhen viel exakter ändern lassen als mit den herkömmlichen Modellen. Pia Fruth hat die beiden besucht und die Erfindung angeschaut. Freier Laufer übt Cello. Durch die geöffnete Terrassentür wehen weiche Töne nach draußen über die Felder der Reutlinger Gemeinde Reicheneck. Die Cellistin und Musiklehrerin ist vom neuen Klang ihres knapp 50 Jahre alten Instruments begeistert. Vor kurzem hat ihr Mann, der Ingenieur Adelbert Laufer, seine frisch patentierten Feinstimmwirbel in den Wirbelkasten unterhalb der Schnecke eingebaut.